Hi Sven, wie geht's dir? Alles gut? Hi, ja, alles gut, ja. Heute ja. Ist ja auch das Wetter gut, gestern war es ein bisschen windig. Ja, der erste Tag war nicht einfach. Und genau wie der Immobilienmarkt aktuell, das ist ja auch nicht so einfach. Ja, der Immobilienmarkt ist wie das windig. Wetter, ja, wie das Wetter am ersten Tag, ja. Manchmal ist es windig, manchmal ist es sonnig. Was ist jetzt so deine Wahrnehmung? Also zurzeit ist es sehr windig, ja. Vielen Leuten gesprochen. Manche sagen windig, also fast alle sagen windig. Was sagst du? Ja gut, es ist sehr windig, du musst aber die richtigen Ecken finden. Sagen wir bei Wind, es gibt immer Momente oder Ecken, wo du natürlich deine Ruhe oder deinen Schutz finden kannst. Ja. Wir haben lange, lange überlegt, wie, und weil dieser Crash bzw. diesen Augenblick haben wir gespürt. Es könnte nicht so weitergehen. Das war unmöglich. Ja. Ja. Und dass alles teurer wird und immer teurer und man kaufen und dann ein Jahr später verkaufen und nichts zu machen, das ist kein Geschäft, das ist Spekulation. Ja. Und für uns war die Frage, wenn das alles zusammenbricht, was wird weitergehen? Ja. Wir haben natürlich eine demografische Situation in Deutschland. 50% vom Vermögen in Deutschland ist in den Händen von den 60-Jährigen. Okay, auf der anderen Seite haben wir dieselbe Situation, dass wir uns wenig die letzte Zeit um diese Leute gekümmert haben. Wir haben eine Unterversorgung von 30%. Und zwar, man hat Massenimmobilien gebaut, Service-Wohnen, aber für die Masse. Und für die Babyboomer, für die Leute mit Anspruch, haben wir uns nicht gekümmert. Ja. Und die haben das Geld. Die 4 oder 5 oder 6% Zinsen für die ist kein Problem, weil sie selber Vermögen haben, weil sie selber, wenn sie was Passendes finden, würden sie auch ein Haus verkaufen, dann haben sie ein Vermögen von 1 Million und dann würden sie gerne mit Qualität weiterleben. Und genau das ist die Richtung, die wir suchen. Ja. Okay, also wollt ihr quasi hochwertigen Wohnraum schaffen für diejenigen, die es verdient haben, die jahrelang hart gearbeitet haben und jetzt den Anspruch quasi... Wir möchten, also sagen wir jetzt, 3 Schritte zurück. Die letzten Jahre haben wir Altenheime gebaut. Und zwar, das ist die normale, typische Struktur. Kleine Zimmer, sehr spartanisch. Aber dafür sehr riesengroßen Aufwand. Und die Kosten liegen bei fast 4.000 Euro für ein kleines Zimmer ohne Qualität. Ja. Die Richtung muss sich grundsätzlich ändern. Und genau das ist das, was wir sehen. Wir planen Seniorenresidenzen, wo man alle 5 Stufen der Pflege abbilden kann. Ja, okay. Also, da können gesunde Menschen, gesunde Senioren reinkommen, große Wohnung, Erdgeschoss, Gartenanteil und dann in 20 Jahren ja, können sie umziehen. Der Mann, der krank ist, ist im Altenheim. Die Frau, die bekommt eine schicke Wohnung, die ist aber oben mit Balkon kleiner. Im gleichen die können Gebäude. Trotzdem, ja. Und dann, das geht auch weiter und weiter. Und wir betreuen alle Phasen vom Altwerden und die Leute müssen nicht umziehen. Ja. Und das ist das, was wir als Zukunft sehen. Und da haben wir uns konzentriert, vor allem regional Süddeutschland, also Südwestdeutschland, 3 Ländereck. Wir haben ein tolles Klima und in dem Bereich haben wir jetzt 3 tolle Projekte. Sehr schön, sehr schön. Ich habe auch gemerkt, hier in Süddeutschland ist das Wetter echt viel besser als in Berlin oder sowas. Es ist echt immer besseres Klima, besseres Wohlfühlfaktor und so weiter. Und wenn ihr diese Projekte macht für die Zielgruppe, die dann dort wohnt, wen sprecht ihr an jetzt aus Investorensicht? Also ihr baut das Objekt, wollt ihr es langfristig halten im Bestand? Wollt ihr es verkaufen an einen Investor? Wollt ihr vielleicht auch den Leuten, die dann dort wohnen, die Möglichkeit zu geben, die Immobilie oder den Anteil innerhalb der Immobilie selbst zu kaufen oder die Familie soll es kaufen? Wie genau habt ihr euch das gedacht? Gute Frage. Es gibt keine Formel. Jedes Objekt ist anders. Ja. Es gibt Objekte, wo wir sicherlich mit Großinvestoren sprechen müssen und wollen. Es gibt aber andere, die wir auch im Bestand behalten. Ja. Das Modell ist sehr nachhaltig, das Modell ist gut und unser Prinzip ist, von alles, was wir entwickeln, behalten wir ungefähr 40%. Okay. Also innerhalb der Gebäude auch Teileigentum oder? Das ist nicht unbedingt gewünscht. Wir möchten erstmal eine globale Lösung. Ja. Ja, und die werden wir auch suchen. Entweder wir halten die Immobilie
als Globalinvestor, wir, oder wir verkaufen das an einem Globalinvestor. Okay. Allerdings, viele von diesen Immobilien sind auch Bestandsgebäude, die werden umgebaut und durch die Tatsache, dass wir 50 Gebäude nach 50 Jahren umbauen und nicht komplett abreißen, das ist bei dem letzten Projekt haben wir nachgerechnet, wir sparen zum Beispiel 160.000 Tonnen CO2, dadurch, dass wir das Gebäude nicht abreißen, sondern umbauen. Okay. Und damit natürlich dann leisten wir unseren Beitrag für, ja. Ja, das gibt es ja vor allem auch in den top heißen Lagen immer mal wieder, dass ein Investor das Gebäude abreißt, nur weil er die BGF verbessern kann zum Beispiel. Ja, das ist aber nicht richtig. Das ist nicht richtig, weil wenn wir einen Lebenszyklus von einer Immobilie betrachten, sagen wir, eine Immobilie hat Lebensdauer von 50 Jahren. Ja. Am Anfang, die Bauphase, da wird 50% von den 100% Energie wird schon verbraucht. Mhm. Am Ende, die Abrissphase, sind die anderen 10%. 50 Jahre heizen, pflegen, Beleuchtung, reinigen, sind nur 40% von der Energie. Wir können zaubern, aber wie viel wollen wir von diesen 40% sparen? Auch wenn wir 99% sparen, dann sind wir trotzdem viel, viel schlimmer dran, als wenn wir diese Immobilie nicht abreißen, sondern einfach umbauen und fit machen, energetisch sanieren. Dann ist das. Und das ist genau unser Appell nach außen. Ja, überlegt ja, wie man Bestand behält. Ja, auch Bestand wenn das, bestehen lassen. Genau, Bestand bestehen, umbauen, aufbauen, ja, erweitern. Aber damit fahren wir viel besser. Ja. Wie alles neu machen. Ja. Genau, wie neu genauso machen. Wie du. Ja. 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 Du hältst ja gleich auch noch einen Vortrag heute am Nachmittag. Und da stellst du ein paar Projekte vor oder was wird der Inhalt des Vortrags sein? Um 17 Uhr ist mein Vortrag und zwar die Antwort auf die Herausforderung auf dem Immobilienmarkt. Ja. Da werde ich über Demografie sprechen, da werde ich über die Entwicklung sprechen und genau, was ist unsere Antwort, in welche Richtung. Und die Richtungen sind, die zwei große Richtungen sind Corona, Nebenkosten. Die Reisekosten sind so hoch, dass man durch die gestiegenen Nebenkosten kaum Geld in der Reisekasse ist. Ja, okay. Und parallel die Reisekosten sind so hoch, dass man sich kaum was leisten kann, sagen wir mal, weit weg von hier. Damit haben wir auch gespürt, die Leute machen Urlaub zu Hause. Ja. Und genau das wollen wir jetzt auch bedienen. Wir haben ein großes Projekt, eine Anlage mit Tiny Häusern. Mhm. Schicke Tiny Häuser an einem See, gut erreichbar. Auch als Investmodell. Airbnb und so weiter. Alle Formen, aber natürlich mit einem Dienstleister, der sich darum kümmert. Ja, ich kann Eigentum bekommen, ja, ich kann dort auch wohnen, ja. Ich bekomme aber auch meine Rendite und das ist ein Ticket, der erreichbar ist für sagen wir 80% von den Deutschen. Was kostet so ein Tiny House bei dir? Ungefähr 200.000 Euro. Okay. Ja, aber das bringt auch gute Rendite. Das sind nachhaltige Häuser aus Holz, aus Schwarzwald, direkt am See, gut erreichbar. Ja, sehr gut. Direkt regional geerntet und regional verbaut. Genau. Gefällt mir. Das ist auch unser Credo. Wir arbeiten regional. Konstanz, Karlsruhe, die Hochrheinschiene. Ja. Ja. Und das Zweite ist, wir denken global, regieren lokal. Deswegen sind wir auch auf der Messe. Auf dieser Messe trifft man sich mit den Besten, spricht man mit Experten und da sieht man, in welche Richtung sich die Welt entwickelt, in welche Richtung sind die Immobilienwerte entwickelt und genau das werden wir nachher übernehmen und in unser Projekt einfach weitertragen. Ja, okay, sehr gut. Ich werde dann deinen Vortrag auch ein paar Eindrücke hier einblenden, damit ihr auch die Eindrücke sehen könnt und wer in der Nähe ist, kann gerne mal, denke ich, bei euch vorbeikommen im Badischen Forum am Rhein und anklopfen auf den Kaffee, Hallo sagen, genau. Sehr schön. Super, dann dir eine erfolgreiche Messe wünsche ich noch und genieß die Sonne. Danke.